Oh, und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Feline Ace Attorney Folge 4. Jetzt versuchen wir meinen Freund Larry Butz. Und wir wissen, wenn es jemand war, war es der Butz, zu befragen. Das wird eh nix, aber wir machen es trotzdem. Hey Larry. Hier ist letzte Nacht ein Mord passiert. Du arbeitest hier. Hast du irgendwas gehört? Nick, du verschwendest deine Zeit. Gestern war Heiligabend. Er war anscheinend bei Cayens. Oder Cayens oder wie auch immer die auch. Falls Sie wissen, wie sie ausgesprochen werden, schreiben Sie es jetzt mal in die Kommentare. Er wird sicher nicht hier in der Kälte gestanden haben. Autsch. Hä? Ich denke, das, was du gesagt hast, hat ihn auf dem falschen Fuß erwischt. Nein, es ist nur, Cayens ist zurzeit gar nicht in der Stadt. Sie ist auf Hawaii bei einem Fotoshooting. Ein Model. Ich wusste es. Wie auch immer, gestern ist auf dem See ein Mord passiert. Die Verhandlung ist morgen. Der Angeklagte ist Edgeworth. Miles Edgeworth. Nick? Warum sollte Larry Edgeworth kennen? Wow, Nick. Du meinst doch nicht den Miles Edgeworth, den alten Edgy. Genau den. Er steht unter Mordverdacht. Wow, Mord! Hä? Du kennst Herrn Edgeworth, Larry? Klaro! Edgy war mit uns beiden in der gleichen Abschlussklasse an der Schule. Was? Erzähl uns doch mehr von den Hot Dogs. Hä? Ach die? Du meinst die Samurai Hot Dogs? Warum heißen die Samurai Hot Dogs? Ich finde, sie sehen eher aus wie Kürbisse. Oh, ursprünglich hießen sie auch mal Kürbis-Hot Dogs. Mit Tofu-Würstchen und so. Oh, war ja. Die Samurai-Sache war Cayens Idee. Oh, sie ist die Frau meines Lebens, weißt du? Sie sagte immer, ändere den Namen, tu es mir zuliebe. Sie hat auch das Plakat gemacht. Mann, die Kinder sind ganz wild auf diese Samurai-Hotdogs. Irgendwas daran erscheint mir falsch. Oh, und weißt du was? Wir kriegen hier eine Menge Kunden am See. Das liegt an dem Knüller. Dem Knüller? Ja, Gurdy. Gurdy? Also Herr Edgeworth war mit Ihnen in einer Klasse, Larry? Ja, Nick, er und ich hingingen viel zusammen ab. Wow, das wusste ich ja gar nicht. Ja, wir eigentlich auch nur so zwischen Tür und Angel. Versteh mich nicht falsch, er war immer der Streber von uns. Er lernte die ganze Zeit, weil er wie sein Vater werden wollte. Wie sein Vater? Ja, Edgys Vater war damals ein berühmter Strafverteidiger. Wow. Warte mal. Sagtest du Strafverteidiger? Ja. Moment. Herr Edgeworth ist doch Ankläger. Was? Er beklagt sich die ganze Zeit? Nein, er ist Staatsanwalt. Das ist doch genau das Gegenteil des Strafverteidigers. Oh, kannst du mal sehen. Er sprach immer noch von den Schwachen zu helfen, die Hilfe bräuchten. Er sprach immer von der Verpflichtung, die jeder der Gesellschaft gegenüber hat. Was hat wohl seine Meinung geändert? Hast du eine Ahnung, Nick? Und das wird in diesem Fall verraten, Spoiler. Nick? Was ist Gurdy? Hä? Du meinst, du hast keine Ahnung? Es ist hier, in diesem See, ein riesiges, mysteriöses Monster. Gurdy eben! Ein Monster? Ja! Ist auch geil. Ich weiß gar nicht, war die Tageszeitung schon damals so geil? Das ist ja richtig cool gemacht, ey. Riesige Lebensform Gurdy so gesichtet. Extrablatt! Double Upload! Ereignisse überschlagen sich. Lies es nach, das ist ein Artikel in der Zeitung von gestern mit Foto. Wow, es ist wirklich wahr. Das Neueste. Riesige Lebensformen Gurdy sind gesichtet. Nick, ein Monster, ein echtes Monster. Ja. Es ist eigentlich nur ein Baumstamm. Richtig. Hey, da ist ein Zitat von dem Fotograf dabei, der das Foto geschossen hat. Ha. Was steht da? Ich habe die Kamera auf Automatik geschaltet und als wir ins Bild kamen, hörte ich ein lautes Peng wie bei einer Explosion. Und dann gab es ein Geräusch, als wenn etwas ins Wasser rutschte. Wir haben unseren Zeugen. Ich wünschte, ich hätte es selbst gesehen.
Warum sollte es einen Knall wie bei einer Explosion geben? Larry? Darf ich mir den Artikel ausleihen? Na, kein Problem. Das macht dann 1 Million Dollar. 1 Million? Werd endlich erwachsen, Larry. So, haben wir. Ja, wollen wir da was präsentieren? Sagt er uns da was zu? Was ist das? Ja, genau, sagt er eigentlich. Achso, doch, letzte Nacht. Okay, gar nichts. Was ist das denn? Das ist eine Kamera. Damit macht man Fotos. Hä? Larry? Willst du mir weismachen und du wüsstest nicht, was eine Kamera ist? Natürlich weiß ich das. Hey, du stehst hier von einem echten Mittelschulabsolventen. Ich meinte doch diese seltsame Vorrichtung auf der Kamera. Ach, die. Nun, das lässt sich schwer erklären. Vergiss es einfach. Warum zeigst du mir sie denn überhaupt? Oh Mann. Larry and its best. So. Dann gucken wir doch mal. Okay, der ist noch nicht da. Da gibt's was Neues. 25. Dezember, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Kein Gamschuh zu sehen. Falls Sie Inspektor Gamschuh suchen, der ist gerade im Vermittlungszimmer. Offensichtlich ist gerade ein wichtiger Zeuge aufgetaucht. Er wird wohl noch eine Weile da drin sein. Lotterhart, das muss sie sein. Oh oh. Kann ich mich denn hier umsehen? Geht auch? Dann machen wir das doch. Dann gucken wir uns einfach mal im Polizeirevier um. Das muss einer der Inspektoren sein. Er murmelt etwas vor sich hin. Beweg dich mit der Menge. Zieh unauffällige Sachen an. Begib dich niemals in das Blickfeld einer Zielperson. Der Info für Verfolgung. Das sind die Schreibtische der Inspektoren. Auf jedem der Tische stehen Computer und Ordner. Komisch, die sind richtig ordentlich. Ich glaube, die Inspektoren verbringen nicht viel Zeit an ihren Schreibtischen. Wer bist du denn? Das muss der Chefinspektor sein. Er klebt förmlich an seinem Bildschirm. Götze. Götze, ohne Gesichter, ich kann es nicht fasseln. Sollen Sie hier etwas Wichtigeres lesen? Das Poster einer Polizistin. Ach nein, das ist die neueste Ausgabe des Kalenders. Bräute in Uniform. Mann, oh Mann. Ach, genau, ihr. Das Maskottchen, das kriegen wir auch noch später. Hey, ist das nicht das Maskottchen des Polizeireviers? Das ist der Blue Badger. Das war meine Idee. Ich habe es gemacht. Das ist mein Maskottchen. Ich verstehe. Wie nett. Ich werde es zum Maskottchen der Kriminalabteilung machen. Dafür setze ich mich voll ein. Viel Glück. Den Blue Badger sehen wir später noch. Der spielt auch in der Serie noch eine entscheidende Rolle später. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. So. Immer noch nicht. Was ist denn da los? Ah, hier passiert was Neues. Das ist eins der Hauptprobleme, die dieses Game auch in den weiteren Teilen hat. Dass teilweise du eigentlich weißt, es muss jetzt langsam in Richtung Gerichtsverhandlung kommen, aber du brauchst noch unbedingt diesen wichtigen Dialog, den du eh weißt, aber wir tun es einfach mal so. Was ist? Oh, nichts. Aber irgendwas stimmt da nicht. Kannst du mir nochmal den Autopsiebericht geben? Hey, jetzt weiß ich's wieder. Der Typ hier, das ist ein Anwalt aus der Kanzlei für die Mia gearbeitet hat. Ich habe ihn mal getroffen, als ich mich da mit meinem Schwesterchen getroffen habe. Die Kanzlei? Warte mal. Du meinst Grossbergs Kanzlei? Genau, der Typ.
Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet der Name ins Spiel kommt. Vielleicht sollte ich mich mal mit ihm unterhalten. Die guten alten Zeiten leben. So, komme ich da schon hin? Ja, guten Tag. Da bin ich wieder, mein lieber Freund. Wir kennen uns schon. 25. Dezember, Anwaltskanzlei Grossberg. Ahem! Ha, das vertraute alte Räuspern. Ich bin zu Hause. Oh, Sie sind Mias irgendwas, nicht wahr? Ich war Ihr Stellvertreter, stimmt. Phoenix Wright. Ah, und Sie sind auch Mias irgendwas, nicht wahr? Ihre kleine Schwester, richtig. Sie sind gewachsen. Sehe Ihre Schwester immer ähnlicher, wissen Sie? Erinnere mich an vergangene Zeiten. Da hat sie ja noch gelebt. War damals halt, ne? War anders. Ja, die Tage meiner Jugend. Wie der Duft frischer Zitronen, wissen Sie? Ne? Zitronen. Ne? Gib dir das Leben. Kürbisse. Mach Kuchenquarz raus. Hab ich immer gesagt. Herr Grossberg? Ja? Ah ja. Entschuldigen Sie. Sie sind natürlich hergekommen, um etwas mit mir zu besprechen. Ist klar, warum sollen Sie auch kommen? Höflichkeit? Nein. Kaffee trinken? Nein. Mich interviewen? Natürlich. So ist der Phoenix. Worum geht's also? Ist irgendwas passiert? Letzte Nacht ist ein Mord geschehen. Ein Mord? Haben Sie nicht davon gehört? Ich bin gerade etwas aufgestanden, verstehe? Ja, Miles Edgeworth hat jemanden mit einer Pistole erschossen. Edgeworth? Was? Wen? Nun, die Identität des Opfers ist noch unbekannt. Das ist ja schreckliche Neuigkeiten. Ich glaube, er hat noch nichts davon gehört. Herr Grossberg, was ist mit dem Gemälde passiert? Ah ja, ich glaube nicht, dass es jemals in das Büro zurückkommen wird. Ich kann es nicht wirklich als gestohlen melden. Ich denke, das ist mein verdienter Nachtisch. Alter, bitterer Nachtisch. Boah, ich dachte eigentlich, wir präsentieren Ihnen das Bild, aber gut. Was ist denn? Hör mal. Wir haben doch gerade das Opfer gesehen. Ist das hier drin? Ja, genau. Oh, seltsam. Ich habe das Gefühl, ich hätte diesen Mann schon mal irgendwo gesehen. Ah! Ist es Ihnen eingefallen? Es war ein Anwalt, hier in meiner Kanzlei. Das ist Hammond, Robert Hammond. Herr Hammond? Und Sie sagten, das ist der Mann, den Miles Edgeworth erschossen hat? Ja, das haben wir gesagt. Das ist also der Moment, in dem das Verbrechen überübt wurde, ne? Ja. Man kann nicht wirklich mit Sicherheit sagen, dass es Edgeworth ist. Ich bin nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Überhaupt nicht sicher. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen dabei behilflich sein kann. Okay. So, erzählt er was Neues? Genau. Wer ist dieser Hammond überhaupt? Hammond? Er war der Verteidiger in diesem Fall. Diesem Fall? Ja, in dem Fall DL6. Und jetzt Achtung, ich winke mit dem dicken Zaunpfahl. Das ist so ein Plot. Den ziehen die bis nach Game 3 durch. Das heißt, was jetzt hier losgeht. Wink mit einem riesen Zaun. Aufpassen. Das geht bis in Game 3. Warum? Müsst ihr nicht wissen, aber merkt euch die Zahlenkombination. Da kommen noch später Zusätze und es wird dann nicht besser. DL6? Woran erinnert mich das? Können Sie sich vielleicht erinnern? Ich bin mir sicher, dass er während einer Verhandlung des Mordes an Mia erwähnt wurde. Das war der Fall, bei dem die Polizei so ratlos war, dass sie ein Medium beauftragte. Moment. Sie meinen doch nicht etwa, war dieses Medium meine Mutter? Ja, meine Liebe. Das Medium Mystify, ihre Mutter, nahm Kontakt zum Geist des Opfers auf. Aber der Fall wurde verloren. Es kam zu keiner Verurteilung. Der Fall D6 stimmt. Es
geschah vor 15 Jahren. Ein wirklich seltsamer Fall. Der Täter wurde nie gefasst, nicht wahr? Genau. Mistify benutzte ihre Gabe, um im Geist des getöteten Opfers zu sprechen. Ihre Aussage führte dazu, dass ihr Anker gegen einen Mann erhoben wurde. Aber Herr Hammond hat den Prozess gewonnen. Der Verdächtige kam frei. Und die Polizei gab meiner Mutter die Schuld und nannte sie eine Schwindlerin. Sie hat mir damals aus der Patsche geholfen, nicht wahr, Herr Grossberg? Ja, genau. Vielen Dank. Nein, ich bitte Sie. Nicht der Rede wert. DL6. Ich hätte nicht gedacht, diesen Namen je wieder zu hören. Aber warten Sie. Inwiefern hat dieser Fall denn mit Herrn Edgeworth zu tun? Er hat sehr, sehr viel mit Herrn Edgeworth zu tun, meine Liebe. Das Opfer in dem Fall DL6 war nämlich sein Vater Gregory Edgeworth. Was? Sein Vater? Wenn Sie mehr erfahren möchten, sollten Sie ihn selber fragen. Zeigen Sie ihm das hier. Ich bin mir sicher, dass er mit Ihnen sprechen wird. Moment. Das ist ein Foto meiner Mutter. Dann wollen wir mal. Dann geht's doch zur Sache. Also, kurz, ohne groß zu spoilern. Ihr müsst nachher, das wird in späteren Games nochmal ein bisschen mehr getoppt, dann springen die ein bisschen durch die Zeiten. Das heißt, das, was wir am Anfang gesehen haben, den ominösen Fall 2, der eigentlich der Startfall ist, da geht das los, aber hier fängt das an, was später noch ganz, ganz lange und sogar bis, glaube ich, Apollo Justice sogar noch reingeht. Ich glaube, sogar bei weiteren Teilen wird das auch nochmal aufgesprochen. Also das ist, was wir hier haben, ist der Eimer Scheiße. Wenn wir nur uns ansatzweise damit beschäftigen, wir werden den Geruch nicht los. Das nur so für euch im Hintergrund. Alles andere seht ihr. Freut euch drauf. Deswegen sage ich ja, dieser Fall ist einer der besten. 25. Dezember, Strafanstalt, Besucherraum. Das ist... Habe ich mir beim letzten Mal nicht klar genug ausgedrückt? Edgeworth, was ist mit Ihrer Verteidigung? Das geht Sie nichts an. Anscheinend hat er immer noch niemanden gefunden. Achso, er sagt ja bestimmt eh nichts, ne? Kann ich Sie zu dem Mord befragen? Right. Ich sag's Ihnen noch einmal, lassen Sie mich einfach in Ruhe. Versuchen Sie das zu verstehen. Es geht nicht darum, dass ich ein harter Kerl sein will oder Sie nicht ernst nehme. Aber ich kann nicht zulassen, dass Sie in diesem Fall ermitteln. Verstanden? Warum waren Sie am Gürtsee? Das werde ich Ihnen nicht sagen. Genauso wenig, wie Sie Inspektor Gumshoe gesagt haben. Inspektor Gumshoe macht sich ernsthafte Sorgen um Sie. So. Und da wollen wir. Dann holen wir uns doch mal seine Sympathie. Edgeworth. Ihr letzter Besuch ist noch erstmal ein paar Stunden her. Trotzdem hat Ihre Nachforschung unglaubliche Fortschritte gemacht. Ich muss zugeben, dass ich beeindruckt bin, Wright. Schließlich waren Sie schon immer sehr zielstrebig in Ihrer Arbeit. Wenn Sie etwas anfangen, dann ziehen Sie es auch durch. Was den Fall DL6 angeht. Richtig, DL6. Ich wollte nicht, dass Sie davon erfahren. Darum habe ich Ihr Angebot der Verteidigung zu übernehmen abgelehnt. Es tut mir leid. Wenn es so klang, als traute ich Ihnen die Aufgabe nicht zu. Ich wollte Sie nur aus DL6 raushalten. Also, glauben Sie immer noch, ich sollte mich besser raushalten? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, Ihnen etwas zu verheimlichen. Sehr gut. Fragen Sie, was Sie wollen. Ich werde nach bestem Wissen antworten. Der Fall DL6. Mein Vater starb dabei. Direkt vor meinen Augen. Er wurde erschossen. Ich habe alles genau gesehen. Meine Erinnerungen aus der Zeit sind verschwommen. Wahrscheinlich ein Selbstschutzmechanismus. Jedenfalls wurde ein mutmäßiger Täter festgenommen. Ein Mann. Es war offensichtlich, dass nur er es gewesen sein konnte. Das Medium, das meinen toten Vater befragt hat, hat die Vermutung bestätigt.
Ein Anwalt namens Robert Hammond wuscht den Namen des Verdächtigen rein. Und Hammond ist das Mordopfer von Godsey? Exakt. Das Medium? Das war meine Mutter. Was? Sie meinen, Sie sind? Es ist seltsam. Ich dachte, dieser furchtbare Fall wäre so gut wie beendet. Und jetzt das. So gut wie beendet? Der Fall DL6 ereignet sich vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren, am 28. Dezember. Am 28. Dezember? Die Verjährungsfrist läuft in 3 Tagen ab. Was? Nick, was bedeutet das? Wenn ein Fall verjährt ist, hat er sich rein juristisch betrachtet niemals ereignet. In 3 Tagen wird die DL6-Akte geschlossen. Für immer. Was ist das mit dem Verdächtigen, dem der für unschuldig erklärt wurde? Keine Ahnung. Er ist untergetaucht. Niemand weiß, wo er sich aufhält. Wäre er noch am Leben, müsste er jetzt so um die 50 sein. Ich denke, ich kann verstehen, warum er sich versteckt hält. Es wäre schwer gewesen, ein normales Leben zu führen als mutmaßlicher Mörder. Also, war Ihr Vater Anwalt? Ja. Gregory Edgeworth zu seiner Zeit war sogar eine kleine Berühmtheit. Also hatten Sie sozusagen vor, in seine Fußstapfen zu treten? Darüber möchte ich lieber nicht reden. So, dann wollen wir doch mal. Was ist das? Ich bin nicht gerade zum Scherzen aufgelegt, Wright. Entschuldigen Sie, ich wüsste nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich hätte gedacht, dass es ein Foto gibt. Edgeworth, haben Sie ihn erschossen? Was denken Sie, Wright? Ich denke, dass Sie nicht der Typ sind, der eine Waffe auf jemanden richtet. Also haben Sie ihn nicht erschossen? Nein, habe ich nicht. Ich war es nicht. Wright, es fällt mir schwer, Sie das zu fragen. Sagen Sie nichts. Sie wollen, dass wir Ihre Verteidigung übernehmen. Ja, würden Sie. Soll ich mal Arschloch sein? Komm, ich bin mal Arsch. Entschuldigung, Charlie, auf keinen Fall. Right? Nick? Hey, guck doch nicht so ernst aus der Wäsche. War doch nur Spaß, kann man doch mal machen in dieser Situation. Nur ein kleiner Witz. Das war weder klein, noch besonders witzig. Ich fand's lustig. Nick, nochmal von vorn. Ja, euer Ehren. Wie könnte ich Sie ablehnen, Edgeworth? Danke, Wright. Endlich habe ich die Chance, mich bei Ihnen zu revanchieren. Revanchieren? Bei mir? Wofür? Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendetwas für Sie getan zu haben. Vergessen Sie es. Eigentlich müssen Sie gar nicht wissen, wofür. Hä? Ein schriftliches Such. Geben Sie mir bitte den Inspektor Gumschuh weiter. Nun, ich denke, wir sollten. Was ist das? Erdbeben, Nick! Ein schweres! Es lässt nach! Puh! Hatte ich eine Angst? Hä? Wo ist Edgeworth? Da! Er liegt zusammengeholt und zittert auf dem Boden. Mit Erdbeben kommt er wohl nicht so klar. Wegrennen, okay, aber sich auf dem Boden zusammenrollen? Okay, ich glaube, das war's. Sieht nicht so aus, als ob Herr Edgeworth demnächst wieder aufsteht. Lass los, Nick. Okay. Wir müssen Inspektor Gumschuh nach Edgeworth gesucht geben. Edgy. Du machst mir ein bisschen Gedanken. Dezember, Polizeirevier. Kriminalabteilung. Was ist hier los? Nick! Was passiert, Inspektor? Diese wilde Idee ist vor der Weile hier aufgetaucht. Sie sagte, sie wäre gekommen, um mit allen zu reden, wegen dem, was Ry Wright gesagt. Was soll das denn alles, Junge? Lotter hart, hm? Umstöbern Sie hier rum und suchen nach weiteren Zeugen. Wollen Sie, dass der Edgeworth die Todesstrafe bekommt, Junge? Nein, natürlich nicht. Es ist nur, ich meine, sie hat etwas gesehen. Dafür kann ich doch nichts. Ich kann ja nicht losziehen und Beweise verschwinden lassen.
Wollen Sie irgendwas andeuten? Ich meinen Job zu errichte? Nein. So, warte mal. Gibt es vielleicht eine neue Geschichte? Könnt ihr mal gucken. Gibt es eine neue Dialogoption? Ja, tatsächlich. Nun, was hat Frau Hart gesagt? Sie sagte, sie hätte gesehen, wie er Edgeworth die Pistole abgefeuert hat. Was? Sie hatte sogar ein Foto, um es zu beweisen. Stimmt. Das habe ich auch gesehen. Aber man kann auf dem Foto nicht erkennen, wer derjenige ist, der geschossen hat. Deswegen hat sie gesagt, dass das Foto vergrößern wird. Sie sagt, die Qualität wird ein wenig darunter leiden, aber man sieht, wer es ist. Das kann sie tun? Okay, es wird also ein vergrößertes Foto geben, das Edgeworth bei der Tat zeigt. Fantastisch. Einfach fantastisch. Auf jeden Fall wird sie morgen aussagen. Hä? Was ist denn mit den anderen Zeugen passiert? Tja, nun. Offensichtlich hat es eine Absage gegeben. Eine Absage? Ich fürchte, morgen geht es um den armen Edgeworth um Leben und Tod. Wir haben eine Zeugin, die behauptet, sie hätte den Mord direkt gesehen. Und wir haben das Foto, das gemacht wurde, als der Schuss zu hören war. Ich würde sagen, das klingt nach einem wohl nicht zu gewinnenden Fall. Aber Moment mal. Was hat Mia immer gesagt? Wenn er unschuldig ist, muss ich irgendetwas übersehen haben. Hört sich an, als würde Herr Edgeworth um einen Pflichtverteidiger bitten. Ich wurde eben gebeten, den entsprechenden Papierkram zu erledigen. Aber Sie haben noch Zeit, Junge. Sprechen Sie nochmal mit ihm. Tun Sie es für mich, bitte. Sie müssen ihn überzeugen. Sie müssen ihn dazu bringen, dass er Sie um die Verteidigung übernehmen lässt. Bitte. Ich weiß, dass Sie der Einzige sind, der das schaffen kann, mein Lieber. Und der Einzige, der Edgeworth retten kann. Das würde ich jetzt auch gern tun. Und armer, bitte schön die Papiere. Sehen Sie mal, was ich da habe. Ja, Sie haben es geschafft, Junge. Da bin ich froh, dass ich mit der Abgabe der Papiere bis zum letzten Moment gewartet habe. Ich werde es zerreißen und für Sie neue aufsetzen. Danke, Herr Inspektor. Tja, dann werden wir uns morgen vor Gericht wiedersehen. Viel Glück, mein Lieber. Hä? Haben Sie von der Weile das Erdbeben gespürt? Ich war besorgt. Besorgt? Uns geht's gut. Ich wohne hier schon mein ganzes Leben. Ich habe mich an Sie gewöhnt. Ich war nicht um Sie besorgt, beide besorgt. Ich war mein Edgeworth besorgt. Oh, nun gut. Er schien wirklich ein wenig heftig zu reagieren, jetzt wo Sie es erwähnen. Ja, nun, das überrascht mich nicht. Es war ein ziemlich heftiges Beben. Ich werde mal nach ihm sehen. Sie beide sollten etwas essen gehen und sich für den Prozess morgen ausruhen. Tschüss. Ich frage mich, was mit Herrn Edgeworth im Erdbeben auf sich hat. Ich frage mich, er hatte sich nie vor ihnen gefürchtet, als er noch auf der Schule war. Aber wir waren auch nur bis zur 4. Klasse zusammen auf der Schule. Danach hat er auf eine andere Schule gewechselt. Ich frage mich, was dann mit Edgeworth passiert ist. Das sehen wir gleich. So, die Speichergeschichte nehme ich doch ganz gut, um hier einen Cut zu setzen und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren und hast du nicht gesehen. Ne? Bis gleich.